Ja, grüße Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dr. Ulrich Kobmann. Ich bin Staatssekretär für Wild, Wald und Wiesen, Seen, Flüsse und Bäche. Ja, und außerdem bin ich seit vielen Jahren begeisterter Jäger. Und meine Jagdfreunde und ich, wir verstehen uns durchaus als Jäger und Pfleger unserer Flora und Fauna. Und so sehr mich persönlich auch das Schicksal dieses weißen Rehs anrührt, ich würde es erleben. Lassen Sie mich das begründen. Ich mag's einfach nicht, diese blöden Viecher. Meine Jagdfreunde und ich, wir kümmern uns um den Wald, schauen, damit da draußen alles schön ist. Und diese Viecher, ja, die scheren sich doch einen Dreck um unseren Wald. Die wollen doch bloß kostenlos fressen und saufen, oder? So schaut's doch aus. Himmel, Herrgott, Sakrament, nix haben, aber den ganzen Tag blöd im Wald umeinander hängen und dann alles vollscheißen. Der Wald ist doch gerammelt voll mit Rehscheiße. Ja, leck mich doch am Arsch, bloß weil dieses blöde Viech weiß ist. Oh, wir müssen das arme Rehlein retten. Es ist ein weißes Rehlein, das ist mir scheißegal, ob das Reh weiß ist oder schwarz oder kariert, abballert wird. Ja, Dreck, Dreck, Drecker da, Dreck, Drecker da. Ja.